Wir sind zurück in Fürth mit dem zweiten Durchgang. Ein Wechsel bei der Spielvereinigung. Narei geht raus und neu rein kommt Manuel Torres, Neuzugang aus Karlsruhe. Heidenheim unverändert, beginnt von links nach rechts. Führt 1:0 durch das frühe Tor von Dennis Tomalla. Und die Fürther wären mit diesem Platz entweder 18. oder 17. am Ende dieses Jahres. Das ist die Ausgangsposition dann für die Winterpause. Verhoek. Rausgeköpft vor Tomalla. Green kommt nicht ran. Strauß, Feig und Thiel, der mir richtig gut gefällt auf der linken Heidenheimer Seite. Maximilian Thiel, Ausgangspunkt der meisten Angriffe der Gäste. Schnatterer. Tomalla, Strauß, weiter für Schnatterer gegen Wittek, lässt er einfach stehen. Wittek kann es dann so gerade eben verteidigen gegen Marc Schnatterer, war davor leicht für den Heidenheimer vorbeizukommen, mit wunderschönem Trick noch vorbei an Wittek. Einer der vielen neuen bei den Fürtern, kam aus München, genauso wie Aitichek. Giasula. Gleich mal der erste lange Ball für Torres. Und nochmal Wittek gegen Tomalla. Kein Freistoßvorteil für Heidenheim. Giasula. Strauß. Burchard vor Jean Verhoek. Frank Schmidt wechselt das erste Mal. Julian Green geht bei den Fürtern. Bei Heidenheim geht Titch Rivero. Push wird kommen. Und bei Fürth ebenfalls ein neuer Spieler vorne mit Philipp Hofmann. Ehemaliger lauterer Spieler, zwischenzeitlich in England gespielt. Jetzt wieder zurück in der zweiten Bundesliga. Geht auf die Position von Green. Kolja Push, Neuzugang aus Regensburg, der die Relegation gewann gegen Wittek und Aitichek bei 1860. Dosun will Ecke haben, bekommt aber nur den Abstoß für Heidenheim. Es ist alles etwas zu wenig bei den Fürtern. Es ist alles mit zu vielen Fehlern verbunden. Die Ideen nach vorne gehen nun wirklich selten mal auf. Es gab eine gute Phase nach dem Gegentor. Da hat Fürth mit Green gleich zweimal Richtung Heidenheimer Tor geschossen. Aber es gab auch einige Minuten, in denen die Fürther wirklich nur hinterher schauen und nicht wirklich nach vorne kommen. Es wird schwer werden. Es wird aber aufgrund des Rückstandes auch allemal möglich sein, im nächsten Jahr dann für Fürth rauszukommen aus der Krise und irgendwie diese Spielzeit
über dem Strich zu beenden. Denn die Relegation wird schwer. Das hat in den letzten Jahren selten geklappt für den Zweitligisten. Hat zweimal funktioniert für Dresden und für 1860. Aber die Mannschaften, die dort stehen, sind dieses Jahr richtig stark. Darauf sollte Fürth sich nicht verlassen. Es sollte schon mindestens Platz 15 sein. Nächster Wechsel bei den Fürthern. Aicitek geht. Ein Nachwuchsspieler kommt, der im letzten Jahr schon in der ersten Mannschaft teilweise sogar Startelf gespielt hat, mit Benedikt Kirsch. Und damit kann die Spielvereinigung dann auch nicht mehr wechseln. Darf jetzt nichts mehr passieren bei einem Fürther Spieler. Heidenheim kann noch einmal tauschen. Schön gesehen und klasse gemacht von Schnatterer. Genau sowas kann der. Auch wenn jetzt Wittek mal da ist. Aber solche Bälle kann man spielen, wenn man einen solchen Spieler auf der Seite hat. Mit Schnatterer. Hofmann. Weiter für Serdar Usun. Jasula. Kirsch. Und Pusch dazwischen. Schnatterer lässt Wittek wieder stehen. Das wird jetzt das entscheidende Duell werden. Schnatterer gegen Wittek, jetzt auch gegen Caligiuri. Immer noch Schnatterer! Klasse Solo von Marc Schnatterer, lässt zwei Vierter einfach stehen. Belohnt sich da nicht mit dem Tor, aber solche Aktionen, genau das ist Marc Schnatterer für Heidenheim. Einer, der sicherlich auch in der Bundesliga spielen könnte, aber sich bewusst entschieden hat, in Heidenheim zu bleiben. Freistoß führt. Kirsch. Malucha. Dosun. Kirsch. Hofmann. So kann es gehen für Fürth. War mal schnell gespielt. Ausgangspunkt Dursun. Dann von Kirsch. Klasse aufgelegt. Der Torschütze geht. Tomala raus. Und damit hat auch Heidenheim jetzt dreimal gewechselt. Wiedemann kam für die Spitze bei den Heidenheimern neben Verhoek. System bleibt gleich. Kein zusätzlicher Defensivspieler. Weiterhin zwei Stürmer mit John Verhoek und Dominik Wiedemann jetzt. Vielleicht das erste Mal am Ball. Pusch. Wenn er durchläuft, wäre es die Chance gewesen zur Vorentscheidung. Malucha. Ja, die Jury. Ball war nicht abgefälscht bei Fürth Wittek. Das nochmal die Chance für Schnatterer vor einigen Minuten. Die Entstehung war
noch sehenswerter, wie er gleich Wittek und Caligiuri hat stehen lassen. Hilbert. Dursun. Torres. Und Hofmann. Abgefälscht. Ecke für Fürth. Philipp Hofmann, der jetzt vorne Leben reingebracht hat. Deutlich aktiver ist als Green zuletzt. Strauß war noch dran. Und es gibt den nächsten Eckstoß für die Spielvereinigung für Jasula. 10 Minuten bleiben Fürth. Zumindest mal einen Punkt mitzunehmen. Dann kommt es darauf an, was die Konkurrenz macht, was Platz 16 macht mit Darmstadt. Jasula. Und Hofmann! Dritte Chance. Philipp Hofmann, auch wenn wir jetzt Kirsch im Bild hatten. Es war auch Kirsch. Verzeihung, es war Benedikt Kirsch, nicht Hofmann. Mit der Chance, Hofmann hätte dahinter noch gestanden. Aber auch Kirsch, der eingewechselt wurde, bereichert für das Spiel da vorne. Es wird deutlich besser. Waren die richtigen Wechsel, die Fürths Trainer vorgenommen hat. Malocha. Jasula. Nächster Ballverlust an Schnatterer. Und jetzt ist mächtig Raum da für Thiel. In der Mitte ist Verhoek. Was macht Thiel? Wiedemann. Nochmal Thiel. Schnatterer in Position. Das ist Push. Schnatterer! Natürlich Marc Schnatterer. Er macht doch noch das Tor hier in Fürth. Es ist die Entscheidung für Heidenheim, auch wenn sie es kompliziert gelöst haben. Mit Thiel, dann mit Push, Schnatterer durch die Beine von Malocha zum 2-0. Abgefälscht, deswegen nicht zu machen für Burchardt. Ball wäre vorbeigegangen, wenn Malocha den nicht abgefälscht hätte. Burchardt kommt nicht ran, sieht den Ball spitz. 2-0 Heidenheim, es ist alles klar. Fürth wird dieses Jahr entweder 17 oder auf 18 beenden. Und damit auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause gehen. Da wird es jetzt wenig Möglichkeiten geben, das noch zu korrigieren. Und jetzt darf er auch noch runter. Skarke kommt beim ersten FC Heidenheim für die letzten Minuten hier in Fürth. Wittek. Koganik. Es ist leise geworden in Fürth. Ein Verein, der ein Jahr Bundesliga erlebt hat, steht zumindest mal zur Hälfte der Spielzeit davor abzusteigen in Liga 3. Und dann noch zusammen mit dem ersten FC Kaiserslautern, der ebenfalls hinten steht. Das ist eine überraschende und sicherlich auch für einige sehr ungewöhnliche Konstellation. Hofmann nochmal mit dem Ballgewinn. Es gibt Freistoß für Heidenheim. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Vielleicht bekommen wir nochmal das Bild, was eigentlich passiert ist. Ich weiß, um ehrlich zu sein, jetzt nicht, was Stegemann da gesehen hat. Okay, also durchgelaufen gegen Beermann. Also weiß ich jetzt nicht, ob das
mit Gelb zu ahnden ist in der Nachspielzeit hier im Sportpark Ronnow. Aber das wird nicht das Thema des Tages sein. Die Frage ist, wie macht Fürth weiter? Nächste Woche der Auftakt der Hinrunde. Gegen Darmstadt wird dann nochmal ein entscheidendes Duell sein, um zumindest mal zu verkürzen aus Sicht der Fürther. Oder aber Darmstadt zieht dann doch noch wieder davon. Handspiel nicht abgepfiffen von Stegemann. Nachspielzeit längst drüber. Und jetzt ist Schluss in Fürth. Die Hinrunde beendet. Die Spielvereinigung Fürth entweder auf 17 oder auf 18. Es wird einiges zu tun sein in der Winterpause in Fürth. Heidenheim setzt eine Serie fort. 6 Ligaspiele nicht verloren. Dazu das Pokalspiel, das die Wende einleitete gegen Regensburg. Marc Schnatterer trifft auch noch in der Schlussphase für Heidenheim, nachdem er viele Chancen hatte. Es gab eine gute Anfangsphase für Fürth, aber nichts mehr im zweiten Durchgang. Die Wechsel haben dann nochmal Schwung reingebracht mit Kirsch, mit Hofmann. Aber insgesamt kam von allen dann noch viel zu wenig. Ballverluste, die Heidenheim immer wieder eingeleitet haben, schenken am Ende die Heidenheimer mit dem Sieg. 2 Tore, ein frühes, ein spätes. Einmal Tomada, einmal Schnatterer. Und das war es hier mit diesem letzten Spiel in Fürth in der Hinrunde. Wir sind gespannt, was dann in den nächsten 17 Spielen passiert. Ob Fürth die Wende schafft, vielleicht ja schon nächste Woche in Darmstadt. Das war es zunächst hier aus Fürth. Hat viel Spaß gemacht. Ein Spiel, das dann im zweiten Durchgang deutlich attraktiver wurde. Wir sagen jetzt Tschüss aus Fürth. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus dem Sportpark Ronnow.